Hi Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zur neuen Triple Threat Challenge, falls wir das jetzt so nennen wollen. Ich habe gesehen, das letzte Video dazu kam bei euch ziemlich gut an. Sehr gute Resonanzen erhalten, danke dafür. Deshalb dachte ich mir, okay, machst du gleich die nächste Folge hier. Und diesmal keine 10er Autoloader Mediums, sondern ich dachte, machst du mal was, was komplett out of meta ist, was eigentlich gar nicht ins Spiel passt und spielst langsame 10er turmlose TDs. Eigentlich eine Kombination, bei der ich sofort krachen gehe, wenn ich das höre. Weil wer mich kennt oder wer oft die Streams verfolgt, der weiß, dass das Panzer sind, die ich auf den Tod nicht leiden kann und auch gar nicht wirklich oft spiele. Und ich habe drei Kandidaten dafür ausgesucht. Ja, langsam müssen wir jetzt mal hier in Anführungsstriche stellen. Geht nicht ganz auf, können wir auch ausklammern das Wort, aber zumindest 10er turmlose TDs. Sagen wir es so, okay? Erster Kandidat hier, Obig 268, lange nicht mehr gespielt, das Ding. Und ich denke, der Panzer ist ein bisschen underrated, ja, weil das ist eine, so ein bisschen wie der Patton unter den Mediums, ist das ein guter 10er TD, so ein guter Allrounder, ja. Er kann von vielen sehr viel, ja, aber kann halt nicht alles und kann aber halt auch nix wirklich sehr schlecht. Also ist ein sehr guter Joe Average. Das wird unser erster Kandidat sein. Nummer 2 als der Türsteher, der E3, ja, langsam, aber dafür mit ordentlich Panzerung. Und der dritte Kandidat, ja, wird so ein bisschen das Zwischending, also nicht ganz das Zwischending, aber das andere Extrem vom E3, wenn man so will, nämlich der Stritzwagen 103B, ja, diesmal mit Siege-Modus am Start. Extrem guter Camo, sehr, sehr schnell und einer richtig hohen DPM und sehr präzisen Kanone. Ja, mit den drei TDs möchte ich heute die Triple Threat Challenge angehen. Und letztes Mal hatte ich mir mit den Medium-Autolodern 5000 Schaden pro Runde als Ziel gesetzt. Das ist mit den TDs überhaupt nicht machbar, ja? Lass mich das kurz begründen. Wir leben in einer Meta, wo der Matchmaker immer noch nicht, oder wo es einen Matchmaker gibt, der immer noch nicht auf 2 oder auf 1 Light pro Team beschränkt ist. Das heißt, man hat sehr viele Runden mit 4, 5 Lights pro Runde sogar oder selbst schon 3 Lights pro Runde sind sehr viel. Ja, dazu noch 3 Artis, so gut wie jede Runde pro Team und einfach nur leichtsinnige Spieler. Ja, und das in Kombination mit Karten, die halt teilweise sehr schlauchförmig sind, wo das eine Team dadurch jodelt, das andere Team dadurch jodelt. Das sind halt Panzer, die halt überhaupt nicht ins Konzept passen zurzeit. Und deshalb keine 5000 Schaden pro Runde, sondern ich, naja, setze mal sehr hoch an hier, wenn ich sage 4000 Schaden pro Runde, ja, also 4k Damage und unterm Strich müssen dann ganze 12.000 Schaden stehen. Auch hier wieder, ja, geht es nicht um den individuellen Schaden pro Tank, sondern halt nach 3 Runden müssten 12.000 Damage unterm Strich dastehen, das heißt, um den Durchschnitt geht es hier. Ja, jetzt haben wir die gute Qual der Wahl hier, womit ich anfange. Wir könnten das machen von langsam nach schnell. Ja, ich mach das mal. Ich fange mit dem E3 an. T100, der Türsteher E3. Let's go. Ja, der langsamste im Bunde hier, aber auch natürlich mit Abstand der am dicksten gepanzertste. Sehr gut. Gar keine Arti hier am Start. Und einen 357. Das ist ja auch selten. Oder einen 456. Zumindest ein zweistufiges Gefecht. Sieht man relativ selten. Kann jetzt nicht sagen, ob das gut oder ob das schlecht ist. Weil normalerweise mit dem E3 stellst du dich irgendwo halt down und dann ist dir komplett egal, was dir gegenüber steht. Solange es nicht HE schießt, ist dir das komplett egal. Alright. Jetzt haben wir als Gegner einen E4, 2 Mediums, vor denen muss ich mich sehr in Acht nehmen. Und einen Type. Am liebsten würde ich mich irgendwo mit dem Type anlegen. Runter zum Beach fahren. Nee, der Panzer ist so langsam. Ich brauche ewig, bis ich unten bin und brauche auch ewig, bis ich wieder oben bin. Ich werde versuchen, irgendwo in der Mitte hier zu spielen. Und ich hoffe, dass ich genügend Backup vom Team habe. Weil das ist ein Panzer, der halt auf sich allein gestellt überhaupt nicht funktioniert. Gerade auf so einer relativ offenen Karte hier, da wirst du flankiert und zack, bist du weg vom Fenster. Man muss versuchen, immer mit den Mates zu spielen. Ich versuche mal gern aggressiv zu spielen mit dem Ding. Und halt so, dass ich das Team irgendwie bestmöglich mit einbeziehen kann. Und ich denke, wenn ich versuche, die 9er Linie zu pushen, zumindest da aggressiv Halldown zu spielen, könnte das schon ein guter Start sein. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Love's in Devil. Speaking of guter Start hier. Junge, Junge. Schöner Snapshot hier. Glück gehabt. Ich werde versuchen, die 9er Linie durchzupushen, ja, weil ich denke, da können mich die Mediums sehr gut unterstützen. Und ich kann halt auch ein bisschen Licht machen für unsere Leute. Ja, wir haben wieder die üblichen Kandidaten, die runter zum Beach fahren. Die Beach Boys. Mein Cancer. Erstmal versuchen wir hier den ein oder anderen Schuss mit abzugrasen. Denn die Leute stehen hier, fahren hier immer wieder hoch. Na komm, STA. Na komm.
Kann gut sein, dass er gleich nochmal kommt. Boah, der Tai pusht da gerade durch. Das ist ja krass. Sehr schön. Darauf habe ich gewartet. Jetzt die Frage, fahre ich zurück? Nee, es ist zu weit, bis zum Type zurückzufahren. Ja, und er hatte gegen den IS-4 zu kämpfen da an der Ecke. Ich glaube, das passt. Ich versuche es da drüben, mich mit den beiden 10er Mediums anzulegen. Wir haben den TVP hinter mir. Den Carnarvon, der Hulldown auch sehr, sehr gut ist, sehr, sehr stark ist. Und wir versuchen hier was zu regeln. Und gleichzeitig kommen sie auch vom Beach hoch. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung mit diesen langsamen Panzern. Ja, wirklich da sich immer recht zu entscheiden, das ist gar nicht einfach. 10er Medium, der überhaupt kein Problem damit hat, so ein 10er TD wegzubouncen. So, jetzt hoffe ich, dass ich ein bisschen Backup kriege. Ah, das hat er gut gemacht mit seinem 907. Das macht er sehr, sehr richtig. Baut hier ein Kreuzfeuer auf. Als Stiche scheiße. Und zack. Schade. Muss mich zurückfallen lassen. Ich stecke jetzt einfach ein von ihm ein. Das passt. Er setzt mich auf Kette. Guter Schuss. Ja, jetzt fehlt mir gerade ein bisschen der Backup. Jetzt ist hier jeder weggefahren. TVP, alles ist weg. Ach, ich kenne das so gut, diese Situation immer. Ach, und dein Backup stirbt. Ja, nice. Sehr geil. Jetzt wird es richtig haarig. Ah, ich habe mich für die falsche Situation oder Position am Anfang entschieden, aber das weißt du nie. Ja, das weißt du wirklich nie, was passieren wird. Und deshalb weiterer Faktor, dass das Tanks dir einfach nicht ins Spiel passen zurzeit, weil du nie weißt, was halt jetzt wirklich eintreten wird. Wo die Gegner langfahren werden. Was dein Team macht. Ja, jetzt kann ich nichts anderes machen, als mich zurückfallen lassen. Natürlich ätzend. Den kann ich ohne Probleme da oben durchschießen. Jetzt 430 schon auf Heat. Aber solange ich halt down stehe, kann mir das eigentlich bewusst sein. Ja. Mein nächster Backup tot. Oh, TVP, kriegst du das 907 raus? Das wäre top. Nice. 2 zu 8. Ist noch alles drin, Leute. Ist noch alles drin. Sehr schön. Ist okay, ist okay. Ich muss da Druck machen auf ihn. Sehr gut. Ich ignoriere den Light jetzt mal da hinten, auch wenn das vielleicht ein Fehler sein könnte. Sehr gut, TVP. Auf dich kann ich zählen, wunderbar. Und jetzt ein Highroll. Komm, Spiel. Steck mir ihn, den Schuss. Okay, Feuer macht's auch. Gut. Alles schick, alles schick. Versuch dem Defender jetzt noch ein bisschen Backup zu geben hier. Oh, ist natürlich richtig finster hier, wie wir zurückliegen. Nice. Jetzt kommt mich hier in Standard B pushen. Uff, kommt er aus dem Nirgendwo, Mann. Hat er da hinten die ganze Zeit gecampt? So sieht's nämlich aus. Du musst mich weiter zurückfallen lassen. Immer, immer weiter zurück. Immer wieder im Rückwärtsgang. Oh, da habe ich einen Schuss. Ganz verpasst. Turmseite. Wunderbar. Ja, nicht vergessen. Jeden Schaden, den ich jetzt mache, muss ich die nächste Runde nicht mehr machen. Sehr gut. Schuss auf den Type wäre exzellent. Nice. Jetzt habe ich ihn hier hinter mir mit seinen 30 HP. Natürlich ein bisschen unglücklich. Uff. Mist. Zu sehr, zu viel Seite gezeigt. Und das war's. Naja, schade. Unser Team hat sich... Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber... Zumindest sind sie ziemlich dahin geschmolzen. Aber 6000 Schaden. Ey, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Sehr guter Einstieg hier. Das läuft. Sehr schön. Alrighty. Wollen wir niemanden zu böse angucken, aber ich denke, da ist bei dem einen oder anderen noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Gut, Leute. Ja, Stritzwagen fahren wir als letztes, als nächstes Objekt 268. Er ist ein Panzer, den ich sehr lange gar nicht mehr gefahren bin, überhaupt keine Besatzung für hatte. Aber ich kann mich erinnern, als ich ihn circa vor einem Jahr gedreimarkt habe, ich hatte sehr viel Spaß damit. Und ja, 268 ist halt so ein bisschen eine Kombo aus Mobilität, Panzerung, Kanone, also Kanone ist wirklich sehr, sehr gut mittlerweile. Das Problem damals war immer, dass er auf Long Range immer sehr begrenzt war in seinen Fähigkeiten, weil er eine sehr langsame AP hatte, aber die haben sie jetzt mittlerweile auch gebufft. Das heißt, die AP ist nicht mehr ganz so langsam.
Ja, und die haben mal wieder das typische WOT 2019, Tier 10 Matchmaking. Ich weiß nicht, wann WG realisiert, dass das absoluter Quatsch ist, was sie da tun. Ja, eine Arti pro Team, zwei Lights pro Team und dann passt das. Aber drei Artis pro Team, das ist einfach nur viel zu viel. Damit machen sie niemandem eine Freude. Gut, Fjorde von der Seite. Ich sage mal, wenn ich von der Seite spawn auf Fjorde, scheiße. Wieder den Fehler gemacht, ist mir wieder passiert. Bin von der falschen Seite gespawnt. Das macht das Ganze um ein Vielfaches schwerer, das Gefecht hier zu gewinnen, weil wenn die Gegner es richtig spielen, fahren sie alle in die Mitte. Besiedeln den Hügel, besiedeln den Norden und dann war es das für uns. Ich könnte versuchen, mit in die Mitte zu fahren, aber ich weiß, da ist nur Platz für wenig Panzer und gerade als turmloser TD brauchst du halt immer ein bisschen Rangierabstand, wenn man so will. Deshalb werde ich versuchen, hier hinten zu snipern. Ja, ist natürlich, ja. Schwierig. Aber ich werde mich mal hier hinstellen und abwarten. Lass mal da hoch aimen. Schauen, ob da was aufgeht. Okay, die Gegner fahren nicht in die Mitte. Das ist natürlich riesiger Vorteil für uns jetzt. Ja, warum die Mitte so stark ist. Man kann da oben spielen und halt diese komplette Hälfte spotten oder zumindest unter Kontrolle halten. Oh, der Patton hat gerade einen Schuss kassiert. Ich glaube, das war von da oben. Radpanzer, willst du das mal spotten? Zack. Erster Schuss. Sehr schön. Ich würde fast sagen, mit der alten AP hätte ich das nicht getroffen. Der wäre nämlich zu langsam gewesen, der Schuss. Ich hatte aber Kreise da oben, der Leo, ey. Uiuiui. Okay, da die alle hinten in der Ecke stehen, ja, möchte ich mich natürlich Richtung Objekt 140 jetzt verlegen, da ich weiß, dass ich in der Mitte ein bisschen Platz habe, weil da keine Gegner sind. Je weiter ich hier rüberfahre, desto besseres Schussfeld habe ich da drüben auf die Leute. Okay, da jodelt eine Grille durch, das ist interessant. Grille, du willst vielleicht nicht als erster pushen. Oh, shit. Hat mich jetzt aufgemacht hier die Grille? Nee, niemals. Zieh da vorne. Gewartet, dass ich so viel wie möglich von seiner Unterseite sehe. Die bestmöglichen Trefferchancen zu haben. Ja, STB, das ist ein bisschen zu spät, dass du jetzt hier rankommst. Sehr schön. Jetzt habe ich sofort wieder die Artis auf mir sitzen hier. Also ein Light steht da irgendwo rum. Ja, ja, ja. Irgendwo in einem Gebüsch dort steht ein Light. Ach, come on, Arti. Such dir ein anderes Ziel, bitte. Ja, das ist das Problem jetzt. Weiß nicht, ob ich immer noch offen bin oder nicht. Ich glaube erstmal nicht. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Da so hinziehen, habe ich, glaube ich, die besten Chancen, das zu treffen. Da ist so ein Stein und hinter dem Stein schauen die immer vor. Ja, der EBR war dort. Jetzt fährt er weg. Sniper. Ich müsste eigentlich schon drüber nachdenken, hier wirklich in den Vorwärtsgang zu gehen und irgendwo was zu pushen. Mal guck mal, wie schnell sich das Gefecht gerade wieder nach vorne entwickelt hier. Das ist Wahnsinn. Passiert zwei Minuten gar nichts. Und dann auf einmal, zack, ist es vorbei. Na komm, schau nochmal bitte raus hier, Kollege. Komm. Ah. Aber da haben die Gegner einen ganz großen Fehler gemacht, indem sie einfach nicht in die Mitte gefahren sind. Die Mitte null besetzt haben. Ja, let's go. Ab Richtung Norden. Was kann ich hier noch machen? Da steht noch ein Leo und da steht noch ein E50M. Sind beide One-Shot. Also wenn... Im besten Falle kann ich hier 3000 Schaden machen. In der Runde. Ach Mist. Ja, gut gemacht. Fängst du dir aber, Kollege.
Alter, schön am Premium-Munition spammen. Okay. 2200 Damage. Ja, gut. Na, kurze Runden. Das, warum versuchst du nicht da ranzufahren und aggressiv zu spielen? Du kannst halt down stehen. Die können dich nicht durchschlagen, wenn du halt down stehst. Na gut. Zweieinhalbtausend. Sag ich mal. Naja, schade. Nicht die beste Runde hier, aber wie gesagt, eine sehr schnelle Runde. Und gerade halt auch, wenn du Missionen hast, wo du versuchst oder möglichst viel Schaden machen musst, da bringen halt drei Arti gar nichts. Die sind da kontraproduktiv in jeder Hinsicht. Na Gottes Willen, Mann. What the fuck. Na gut. Okay, und wie viel haben wir jetzt auf der Uhr? Moment. Jetzt sieht man hier. Okay, hier sieht man den Durchschnittsschaden. Was hatte ich gesagt? 4500, richtig? Okay, na dann müssen wir jetzt versuchen, in der nächsten Runde das nochmal rauszureißen hier. Mit dem Stritzwagen. Das ist natürlich super map-abhängig. Ja, das ist ein Panzer, der eigentlich nur in gewissen Situationen wirklich gut funktionieren kann oder einfach nur funktionieren kann. Wenn wir jetzt eine Stadtmap kriegen, dann können wir gleich alles absagen hier. Ja, ne? Scheiße. Gut, wie viel Damage müssen wir jetzt machen? Erste Runde war 6000, zweite Runde war 2500. Sind 8500. Insgesamt brauchen wir 13500. Das heißt, 5K Damage jetzt, um das hier zu reißen. Dann wollen wir mal. Okay, das Gute ist, dass hier so ein Top-Tier-Matchmaking ist, könnte ich gerade versuchen, auf D1 aggressiv zu spielen. Was ich jedoch nicht weiß, was die Gegner da auftischen werden. Ja, wenn sie da mit ihrem 277 hinfahren, dann ist das komplett vorbei für mich. Dann kann ich da einfach nur wieder wegfahren. Aber ich werde es dann noch probieren. Ja, vielleicht geht's gut. Wegfahren kann ich immer noch. Ja, an sich, es hätte schlechter kommen können. Ja, Himmelsdorf oder sowas wäre deutlich schlechter. Ich denke, hier kann ich mich noch relativ glücklich schätzen. Sehr gut ist, dass keine Arti im Spiel ist. Ja, da kann man mit dem Stritzwagen tatsächlich mal versuchen, diese Panzerung ein bisschen zu nutzen. Weil sonst, wenn du offen bist, jeder Arti schießt da natürlich gern drauf. Also wissen, die Panzerung ist sehr dünn. Und dass sie da Penhead sitzen können. Oder setzen können. Das weiß natürlich jeder Arti. Okay, wir gleich versuchen, da oben ranzufahren. Unsere beiden HWKs, ey, sind ja richtig aggressiv. Sofort anpushen. Wahnsinn. Ich würde sagen, ich fahre dem jetzt einfach hier vors Rohr und schau mal, was ich machen kann. Nee, falsche Richtung. Oh Gott, was ist denn hier los? Richtiges Jodelfestival hier. Ah, sehr gut. Ich kann gut fahren hier. Der Amex steht. Boah, du stehst richtig gut für mich, Bruder. Hammer. Sollte vor der Grille safe sein. Oh, Amex. Und er hat richtig Stockkanone. Defender dahinter. Kein Problem für ihn. Ah, ja. Gut. Man kennt's. Scheiße, Mann, warum prallt der ab? Natürlich uncool. So ein 50, da möchte ich eigentlich nicht leben lassen. Crap. Was ist denn da für ein Campfest da hinten in der Ecke? Das ist ja wirklich K1, ne? Guckt mal, wo die stehen. Weiter hinten kannst du gar nicht stehen auf der Map. So, Leute, jetzt kriegt ihr aber mal was zurück hier. Oh Mist, jetzt wird das Ganze natürlich schwierig. Safe. Ja, guter Kamo-Wert.
Als Stand hier. Jawohl, Hälfte des Damage geschafft. Sehr schön. Dynamix hier rauszukriegen ist natürlich wichtig, damit er uns hier nicht spotten kann. Oh, wenn diese Kanone funktioniert, ist so geil. Das ist ein bisschen tricky, da ich One-Shot bin. Auch zeigt euch bitte, Leute. Stehen alle hinter diesem einen Gebäude. Oh, ja, 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 ja. Danke. Kann nur auf die Übermut der Gegner ja hoffen, dass sie da immer rausfahren und pieken. Oh Gott. Ja, ja, hatte ich gerade Pixel? Noch einen Meter zurück, komm. Nein. Ah, ich muss vorfahren. Guck mal, das Gegnerteam ist schon komplett tot. Oh boy. Scheiße. Oh. Was ist denn da jetzt wieder passiert? Dass das Gefecht schon wieder so schnell vorbei ist. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, den ich vor dem Video angesprochen habe, ja? Diese Runden, in denen sich die Leute einfach nur wegschmeißen. Und ich kann es mir einfach nicht erklären, warum die Leute das tun. Oh ja. Nice. Nice. Oh, come on. Zwei Schüsse noch. Ist das überhaupt machbar? Griller, zeig dich. Komm. Ich weiß, dass du hier unten stehst. Er steht halt hier. Nee. Nee. Mist. 4200 Damage. Aber auch hier wieder, ne? Die Runde ist auf einmal einfach nur vorbei. Ich verstehe es nicht, was diese Leute tun. Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ah, ich hätte mir da am Anfang, das war mein Fehler, ich habe mir da die beiden Schüsse gefangen. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass da noch ein T-103 in der Ecke steht und ich dachte, ich wäre safe, als ich da hochgefahren war. Mist. Nicht ganz genug. Reicht nicht aus. Reicht einfach nicht aus hier. Ja, und ich meine, wenn solche Top-Tiers einfach überhaupt keinen Schaden machen, dann führt das halt dazu, in einem zweistufigen Matchmaking, dass es innerhalb von kürzester Zeit vorbei ist, das Gefecht. Ja, wirklich, innerhalb von kürzester Zeit. Und deshalb, zwei Stufen Matchmaking abschaffen. Kein Fan davon. Ja, in keiner Hinsicht ist das wirklich brauchbar. Alright, Leute, darum soll es jetzt nicht gehen. Ja, Average Damage hier, 4250. Das heißt, ein Schuss hier pro Runde, den wir zu wenig angebracht haben, oder sogar nur ein halber Schuss, würde auch schon reichen. Mist, das ist natürlich finster. Also, erste Challenge hier gescheitert. Dennoch, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was wir als nächstes machen könnten, welches Trio wir als nächstes ausfahren könnten, bei dem wir uns hier ein Ziel setzen können. Und in dem Sinne, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin. Peace.